Moin Leute, heute sind wir wieder im Napf unterwegs. Wie ihr seht, der Winter ist schon eingezogen. Hinter mir hat es etwas Sonnenschein. Ja, und wir sind jetzt an einer Schürfstelle. Ich zeige euch das jetzt mal. Und zwar seht ihr hier das Bachbett unterhalb, also den Bedrock. Und da bin ich jetzt alles schön am Absaugen. Ja, Waschrinne steht da vorne. Wenn ihr hier reinguckt, könnt ihr auch schon etwas Gold erkennen. Also ich hoffe, man sieht es auf dem Video. Ja. Ich würde sagen, ich zeige euch dann später beim Cleanout, was ich habe. Und natürlich zu Hause dann schön auf dem Millimeterpapier. Also, bis später. Tschüss. So, ich habe jetzt die Schleuse am Durchwaschen. Hier seht ihr das Ding. Verwendet. Ich habe hier doch noch einiges freigelegt, die ganze helle Fläche habe ich jetzt freigelegt, Quadratmeter. Ja, habe noch mit der Drohne ein paar Aufnahmen gemacht, ich werde dann sehen, ob ich die verarbeiten kann im Video. Und ja, so schaut es im Moment in der Waschrinne aus. Ich lasse jetzt hier noch etwa 5 Minuten durchwaschen, also durchlaufen. So knapp 15 Minuten total. Und dann mache ich Cleanout. Und dann werdet ihr dann in der Waschpanne zu sehen bekommen, ob es sich gelohnt hat oder nicht. Also ich war jetzt knapp 2,5 Stunden am Buddeln. Mit Cleanout wird es wahrscheinlich noch eine halbe Stunde mehr werden. Dann sehen wir, ob es die 3 Stunden wert waren oder nicht. Also, bis gleich. Out. Heute hat es nicht so viel Konzentrat, ich war jetzt auch nicht so lange dran. Mal schauen, was es bringt. Ich mache euch schnell auf Pause, damit es nicht zu lange wird. Also Millionär bin ich noch nicht geworden. Weil ich würde sagen, das Teil da oben, das lässt sich schon mal sehen. Gucken wir weiter. Ich zeige euch den Rest dann zu Hause, weil ich kriege langsam gefrorene Finger hier. Also, es hat noch vereinzelt Stücklein drin. Wir gucken dann zu Hause, was es gegeben hat. Ich zeige es euch dann auf dem Millimeterpapier. Falls ihr noch nicht abonniert habt, macht das unbedingt.